wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute habe ich mir mal vorgenommen, mit euch das Paper Craft Set von Action auszupacken. Das hier, das hat 1,59 gekostet, im Weihnachtsmotiv. Und jetzt wollte ich einfach mal schauen, was da so drin ist. Ich habe nämlich jetzt die Zeit am Wochenende genutzt, mal meinen Papierschrank aufzuräumen, damit ich wieder schöne Übersicht habe, was ich so habe, was ich vielleicht noch brauche und wie viel ich überhaupt von allem habe. Und da dachte ich mir, dieses Set ist echt schön, schon mal zur Vorbereitung von Weihnachtskarten, Winterkarten etc. Und dann gucken wir doch erstmal rein. Ich nehme mal das erstmal weg. Fangen wir mal mit dem kleinsten Päckchen an. So, einmal rausnehmen. Auch die Tütchen behalte ich. Ich bin da ja, was so wegschmeißen angeht, nicht so der Fan von. So, hier sind drin, das sind Stencils, 3 Stück. Das kann man hier einmal raustrennen. Wir machen das einfach mal als Beispiel von dem großen. Hauptsache, es geht mir jetzt nicht kaputt. Damit ihr das vielleicht besser mal seht. Ich mache das jetzt auch nur bei dem. Bei den anderen könnt ihr euch das ja dann vorstellen. Geht genauso. Also einfach raustrennen. Schön aufpassen, weil man kann ja auch die rausgetrennten Buchstaben dafür nutzen, um irgendwas zu dekorieren. Und egal, ob man das jetzt direkt als Buchstabe aufklebt oder vielleicht den Buchstaben auflegt und da drumherum pinselt oder das festmacht und mit der Spritztechnik drumherum spritzt, sodass, wenn man die Buchstaben runternimmt, dass man dann die Buchstaben dann halt in der Farbe sieht, wie das Papier war, das man gewählt hat. So, ich zeige euch das mal am besten mit einem weißen Hintergrund. Das ist dieses hier. Dann gibt es dieses, das sieht man natürlich jetzt nicht so gut. Da sind Tannenbäumchen drauf und Sternchen sind da drauf. Und hier haben wir noch Schneeflöckchen und Sternchen. Das trenne ich dann alles in Ruhe aus. Also ohne euch. Haha. So, dann haben wir hier noch einmal Schnee. Fake Schnee. Das ist natürlich eine coole Sache. Jetzt will ich mal gucken, wie fest das nicht ist. Okay, das ist ja geil. Das fühlt sich richtig schön an. Aber es krümelt mir. Also bei mir schneit es gerade schon. Das wäre natürlich super für ein Schüttelelement, etwas Größeres, das eben reinpacken. Und dass es dann da drin schüttelt, vielleicht mit ein paar bunten Sternchen oder wie heißen sie denn? Sternschnuppen oder so drin, vielleicht, dass die so ein bisschen farbig da drin schimmern, in einem holographischen Look oder so. Das finde ich ja sehr, sehr süß. Dann haben wir hier noch Sticker drin. Sehr schön weihnachtlich. Das sind 2 Bögen. So, und das auch noch. Das lege ich auch mal beiseite. So, dann sind hier noch kleine Papiere. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist A5 Papier. Das sind 5 Sheets. Ich will mal gucken. Oh, sogar mit Vor- und Rückseite. Das können wir hier einmal angucken. Erstmal hier die Vorderseiten. Schön. Und jetzt drehen wir das einmal um.
Die Rückseiten sind etwas schlichter, meiner Meinung nach. Kann man das sehen? Vielleicht noch ein bisschen Licht. Ja. Naja, mehr schlecht als recht, aber eher weiß und schlicht gehalten. So sieht das dann wohl aus. Aber ich glaube, die Vorderseiten gefallen mir besser und die werde ich dann auch dementsprechend verarbeiten, wenn ich es dann verarbeite, was ich auch noch vorhabe mit diesem Set. So, dann haben wir noch mehr Papier in A4. Das ist auch wieder beidseitig. Gucken wir jetzt erstmal diese Seite, die Tannennadeln. Wer kennt's nicht, wenn die dann so schön im Wohnzimmer alle rumliegen und der Staubsauger dadurch rattert. So, die finde ich wirklich sehr schön. Das ist etwas schlichter. Das ist so eine Art Mintgrün mit Streifen. Und hier sind ein paar Häuser. Dann drehen wir das einmal alles um. Okay, hier sieht man fast nichts. Es ist fast komplett. Ja, so weiß, rosa, ganz, ganz leicht. Kästchen. Für eine, ich sage es mal, innen für eine Karte total super, wenn man da was draufschreibt oder so. Die Rückseite auch wunderschön. Ja, das ist natürlich, da kann man zwei wunderschöne Karten draus machen. So, das ist sehr, sehr rosa und man sieht da ganz leicht Sterne, Quatsch, hier Schneeflöckchen drauf, Eiskristalle. Wahrscheinlich jetzt durch die Kamera nicht so schön sichtbar. Dann haben wir hier Sternchen. So, dies und ganz viele bunte Sternchen und Punkte auf so einem senffarbenen Ton. Das sind die A4 Blätter. Das sind 6 Stück, also eins mehr wie die von A5. Und dann haben wir noch ein Tütchen. Das sind dann die Die-Cut-Papiere zum Raustrennen. Den finde ich so knuddelig. Den mag ich wohl gern leiden. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dieses Set geholt habe. Weil die Farben sind jetzt nicht ganz so meins. Aber den fand ich super. Wie es dann manchmal so ist. Och komm, der ist ja knuddelig. Das ist echt meins, ne? Wirklich, wirklich süß. Ich denke, da kann man schon echt tolle Kärtchen mitmachen. Und was basteln. Dann haben wir doch dieses hier. So. Und da, ein großer Stern mit Mietikätti. Ja, finde ich schon sehr schön. So, wie das Ganze dann aufgebaut aussieht, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, aber ich denke, wird schon. Und ja, so ist dann halt erstmal das Set. Ich will mal gucken, ob ich dann daraus irgendwas bastel und das dann vielleicht direkt hinter dieses Video anfüge. So, dann sage ich erstmal, ich gucke mir das mal an, ohne euch. Und mal schauen, ob ich da was draus kreieren kann. Bis dann! So, ich bin dann jetzt fertig mit dem Raustrennen und Aussuchen und Vorbereiten. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt bastel ich mit euch mal 2 Karten und nehme euch da mal mit. Hier die Sachen habe ich jetzt rausgetrennt. Habe das alles in meine Box hier neben mich gelegt und werde dann auch ein paar Teile davon verarbeiten. Diese, ich sage jetzt mal, Stempelvorlagen werde ich nicht nutzen, aber ein paar Sachen, die ich rausgetrennt habe, die kommen jetzt hier in meine Folie und
wird in meine Box einsortiert unter der Kategorie Weihnachten. Ich bin da ja sehr ordentlich, was das angeht. So, dann habe ich mir schon mal einen Cardstock in der Mitte durchgetrennt. Das ist der hier aus Leinen. Den kriegt man auch in Action. Das ist weiß und sonst mal gelblich. Da unten macht mein Mann jetzt gerade ein bisschen Krach. Ist natürlich super wieder. Und ja, ich mache schnell die Tür zu. Moment. So, das hat halbwegs funktioniert. So, dann nehme ich mir hier meinen halbierten A4-Block bzw. A4-Blatt. Den habe ich bei 14,5 einmal durchgeschnitten und auf der Breite 21 gelassen. Der wird jetzt noch gefalzt bei 10,5 und dann in der Mitte geknickt. So, machen wir das noch ein bisschen hübsch. Das habe ich natürlich einmal vorbereitet für die zweite Karte. Und dann schneide ich mir am besten auch noch mein ausgesuchtes Blatt aus. Das ist dieses A5-Sheet von dem Set, was ich gerade gezeigt habe. Das messe ich jetzt einmal aus. Das möchte ich als Aufleger nehmen. So, da nehmen wir einmal am besten ja, ein bisschen knapper, so ja, 10,2 ungefähr und 14,5. Wollen wir das mal machen, ne? So. Gucken, ob das auch alles so klappt, wie ich das möchte. Ich befürchte nämlich gerade nicht, weil ich einen Denkfehler hatte, aber macht ja nichts. Wir machen erstmal eine Karte. So, 14,2. So, und den Rest nicht wegschmeißen, schön aufbewahren und etwas groß, das andere. Ja. Ich nehme da noch mal ein kleines Stück von ab. Der Rand ist mir noch etwas zu klein. Fällt mir besser. So. Und wie ich es mir gedacht hatte, die zweite Karte wie auch. Ich muss mir noch ein anderes Stück Papier aussuchen. Das machen wir aber gleich. So, dann klebe ich das jetzt erstmal auf. Dafür nehme ich doppelseitiges Klebeband. Ich mache das immer einmal direkt an den Ecken. Und als Sicherheit einmal quer direkt in der Mitte. So, dann fummeln wir uns mal das Schutzpapier ab. So. Klebi. So. Und kleben uns den Aufleger hier einmal drauf. So, dann hätten wir das schon geschafft. Ausgesucht habe ich mir das kleine Mäuslein und zwei Texte. Die
Schlafsymbole auch. Dafür nehme ich aber Foam Tape, um einen leichten 3D-Effekt zu erhalten. Dafür habe ich das entweder auf Rolle oder in so Rechtecken abgeteilt. Das kriegt man, also ich kaufe das bei Teddy unter anderem. Da ist es relativ günstig. So. Die kleinen Streifen schneide ich mir zu. Solltet ihr mal Klebereste an der Schere haben und ihr merkt, die Schere ist schwergängig etc., nehmt euch etwas Nagellackentferner auf ein Tuch und rubbelt an die Klinge entlang. Dann gehen die Klebereste super wieder weg und die Schere ist wieder einsatzbereit. Ich habe das nämlich sehr oft, wenn ich doppelseitiges Klebeband schneide oder Foam Tape schneide, dann sagt manchmal meine Schere, nö, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr schneiden. So, dann setzen wir den Dicken mal hier hin. Die Schnarcher ZZ, sage ich jetzt mal, die klebe ich normal auf, weil die sind so klein. Da reicht ein Punktkleber. So, dann habe ich hier noch zwei kleine Texte. Das nehme ich auch mit dem Foam Tape. Ich möchte die gleiche Höhe dafür haben. Da reicht eins in der Mitte. Das muss ich mir wieder zuschneiden. Dann haben wir auch tatsächlich die erste Karte schon fertig. Das ist wirklich super schnell. Ganz einfach. Und für die zweite Karte muss ich mir gleich noch einen Aufleger aussuchen. Weil ist ja klar, zwei geht nicht aus einem A5-Blatt. So, die kleine Weihnachtskarte ist fertig. Könnt ihr dann aufklappen, was Schönes reinschreiben, vielleicht noch mit Stickern verzieren oder was auch immer. Und Weihnachten kommt ja jedes Jahr, kann man gut gebrauchen, würde ich meinen. Dann machen wir die zweite Karte auch noch. Da gehe ich mal schnell zu meinem Schrank und suche mir mein hübsches Papier aus. Jetzt habe ich mir auch ein neues Blatt ausgesucht. Und zwar habe ich mir das auch eben schnell zugeschnitten. So, da, Sternchen und ich finde, das suggeriert so ein bisschen Schnee. Ihr seht gleich warum und das glitzert sehr schön golden. Das mag ich gerne. Ist hier aus diesem Block natürlich auch erstanden aus dem Action. Und der ist auch nur einseitig, von daher geht auch keine schöne Seite verloren. Den Rest lege ich mal auf Seite. Dann kann ich das auch schon mal zusammenklappen und mir die zweite Karte nehmen. So, mal gucken, ob das auch so geklappt hat, wie ich das wollte. Ja, super. So, auch hier wieder doppelseitiges Klebeband anbringen. Da geht natürlich auch ein bisschen mehr bei drauf, wenn man damit viel bastelt, ist ja klar. Ich habe aber immer einen ganzen Schrank voll mit Klebebändern, je nach verschiedenen Stärken und Breiten tatsächlich, weil mal braucht man ganz schmales, mal braucht man etwas dickeres oder ein bisschen stärkeres, je nachdem, auch wenn man mit Karton bastelt. Und da habe ich mir einen kleinen Vorrat zugelegt. Ich bin da mal sehr stolz drauf, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Arbeit. Ich mag mein Bastelzimmer. Ist aber auch nicht nur Bastelzimmer, sondern auch Nähzimmer, Hobbyraum. Und wenn ich arbeite im Homeoffice, sitze ich dann auch hier. Also ein Mehrfachzimmer, wenn man das so will. Und wenn wir Gäste haben, die dann mal hier übernachten wollen, dann muss ich räumen. Dann wird die Couch ausgeklappt und dann habe ich Hobbyzimmerverbot. Nicht schlimm, mache ich gern. So, wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Schnee, an ein bisschen Rodeln und keine Ahnung. Deswegen dachte ich mir, den kleinen Rodler da drauf zu machen, auch wieder mit Foamtape 3D. Ein bisschen abschüssig. Der schickt dann Umarmung und Küsse und dann noch ein kleines Schneeflöckchen. Und dann ist das auch schon fertig. Jetzt nehme ich mal meinen Foamtape von der Rolle, weil ich etwas mehr brauche. Und da wird meine Schere nachher sich wieder bedanken und kleben. Aber das macht nichts. Ich bin vorbereitet. Hier liegt schon der Nagellackentferner. So. Ich merke, wenn ich mich etwas mehr konzentriere, höre ich auf zu erzählen. Geht euch das dann auch immer so? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Aber ich finde es immer schöner, wenn man dann noch ein bisschen was von sich erzählt oder davon erzählt, was man so macht. So. Auch noch ein bisschen anbringen, das geht sehr schnell. Zack, zack. Und dann ist auch schon die zweite Karte schon wieder fertig. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell das geht und wie viel Spaß das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Basteln ja erst in diesem Jahr für mich entdeckt. Früher konnte ich damit nichts anfangen und dachte immer, warum gehen die alle zu Action einkaufen? Ich finde da nichts. Jetzt sind die Schränke voll. So. Das ist Karte Nummer 2. Ich finde die total niedlich. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich mit euch öfters mal basteln soll, gerne Bescheid geben. Ich mache ja auch noch viele andere Sachen. Und ja, ich würde mich freuen. Liked es, schreibt mir wilde Kommentare, abonniert meinen Kanal, kommt wieder. Ich freue mich über jeden, der mein Video anschaut und das vielleicht auch gerne mag. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt artig und bis bald.